bin Matthias, ich bin der Sounddesigner von MagnaX und ich zeige euch heute, wie man mit Hilfe von Max MSP und Ableton Live eine einfache Lichtorgel baut. Für unsere Lichtorgel braucht ihr einen Dimmer, eine DMX-USB-Box und vier Programme. Erstens Soundflower, das ihr euch gratis von der Website von Cycling47 runterladen könnt. Zweitens Max MSP, das ist bezahlpflichtig, ihr könnt das Programm aber 30 Tage mit vollem Funktionsumfang gratis ausprobieren. Drittens das DMX-USB Pro-Objekt für Max MSP, das früher gratis war, inzwischen aber 10 Euro kostet. Falls euch das zu teuer ist, könnt ihr im Max-Forum nach kostenfreien Alternativen suchen. Viertens, Ableton Live, das ebenfalls kostenpflichtig ist und ebenfalls 30 Tage lang gratis getestet werden kann. Ich werde im Weiteren auf einem Mac arbeiten, das Ganze funktioniert aber grundsätzlich auch auf anderen Betriebssystemen. Soundflower ist ein Tool, um Audiosignale zwischen Programmen hin und her zu schicken. Hierzu trägt sich das Programm in das Audio-Setup eures Computers ein, das ihr unter den Dienstprogrammen findet. Da sowohl Max MSP als auch Ableton Live nicht ohne weiteres mit mehreren Audio-Ein- und Ausgabegeräten umgehen können, fasse ich hier mehrere Geräte zu einem sogenannten Hauptgerät zusammen. Mit dessen Hilfe könnt ihr die Kanäle der einzelnen Geräte in unseren Programmen gleichzeitig nutzen. Auf diese Weise könnt ihr mit Ableton Signale sowohl über eure Laptop-Speaker wiedergeben, als auch per Soundflower an andere Programme schicken. In Max MSP werden wir drei Objektgruppen anlegen: den Audioeingang, die Skalierung des empfangenen Audiosignals, die Weitergabe der skalierten Daten an die DMX-USB-Box. Zunächst einmal solltet ihr unter den Options Audio Status auswählen und das Hauptgerät, das wir zuvor im Audio Setup erstellt hatten, als Eingang bestimmen. Für den Audioeingang brauchen wir lediglich ein ADC-Objekt und einen Toggle, der das Objekt anschaltet. In den Arguments solltet ihr die Ziffern 1 bis 4 eintragen, damit ihr vier Eingangskanäle mit einem Objekt empfangen könnt. Das wird später noch wichtig werden. Als nächstes brauchen wir ein Live-Gain-Objekt, mit dessen Hilfe wir uns die Aussteuerung des empfangenen Signals als Float darstellen lassen können. Für dieses Tutorial stellen wir das Live-Gain-Objekt im Inspektor auf den linearen Modus um. Die Zahlen von 0,001 bis 1, die dieses Objekt ausgibt, müsst ihr jetzt in einen Zahlenbereich umrechnen lassen, den euer Dimmer versteht. Hierbei hilft euch das Scale-Objekt mit den Argumenten 0 und 1, das ist der Bereich der Zahlen, die das Scale-Objekt empfängt, sowie 0 und 255, das ist der Bereich, in dem das Scale-Objekt die Zahlen, die es empfängt, umwandelt. 0 bedeutet für das DMX-Protokoll minimale Aussteuerung, die Lampe ist aus, 255 bedeutet maximale Aussteuerung, die Lampe leuchtet mit höchstmöglicher Helligkeit. Das Ergebnis unserer Umrechnung könnt ihr euch in einer Numberbox darstellen lassen. Als nächstes bauen wir den Ausgang Richtung DMX-USB-Pro-Objekt. Zwischen dieses Objekt und euren skalierten Audio-Input solltet ihr noch eine Messagebox mit dem Inhalt $1 hängen. In die Box wird mithilfe dieser Messagebox zunächst eine 1, die den DMX-Kanal bestimmt, und dann das skalierte Audiosignal gesendet. Im Übrigen braucht ihr noch eine Messagebox Menu, die das Objekt nach verfügbaren Geräten suchen lässt. Ein Loadbang übernimmt das automatisch bei Start des Patches. Ein U-Menu-Objekt lässt euch die verfügbaren Geräte in einem Dropdown-Menü auswählen. Zuletzt wollen wir das Skalierungsmodell unseres Patches packen, um es später einfacher vervielfältigen zu können. Schauen wir uns das Live-Set an. Ihr seht hier bereits ein einfaches Set mit 5 Spuren in einer Szene, das ich als Beispiel verwenden werde. Es gibt ein Uhrenticken, einen Bleistift
Ein Bass-Synthesizer. Ein Pad-Synthesizer. Und ein einfaches Schlagzeug. Alles zusammen klingt so. Soweit, so gut. Schaut euch zunächst noch einmal die Einstellungen von Live an. Unter dem Reiter Audio solltet ihr zunächst unser Hauptgerät als Ausgang auswählen. In der Ausgangskonfiguration könnt ihr einstellen, welche Kanäle des Geräts Ableton verwenden soll. Wir brauchen hier die Monokanäle 1 bis 4, die zu Soundflower gehören, und die Kanäle 65, 66 als Stereo, das ist die Soundkarte unseres Computers. Zurück im eigentlichen Set könnt ihr nun dem Master die Kanäle 65, 66 zuweisen, damit ihr den Sound eurer Spuren aus den Speakern eures Laptops hört. Return Kanal 1 sollte dem Ausgang 1 zugewiesen werden. Damit ist unser Setup komplett. Wenn ihr nun auf einem eurer Kanäle Return 1 aufdreht, findet das Signal seinen Weg durch den Return-Kanal über Soundflower in den Eingang 1 des ADC-Objektes, von wo aus sein Signal durch unseren Patch in DMX-Signale umgerechnet und an die DMX-Box ausgegeben wird. Wenn ihr mehrere DMX-Kanäle nutzen wollt, könnt ihr in eurem Max-Patch ganz einfach das Skalierungsmodell vervielfachen und an die weiteren Eingänge des ADC-Objektes anschließen. Beim Anschließen an das DMX USB Pro-Objekt solltet ihr darauf achten, die vorgeschaltete Messagebox so zu modifizieren, dass verschiedene Kanäle der DMX-Box angesteuert werden. Nun könnt ihr in Ableton weitere Return-Kanäle einrichten und sie wie zuvor Ausgänge an Soundflower und damit den entsprechenden DMX-Kanälen zuweisen. Thank you.